So, das Training ist fertig. Wie immer messe ich dem nicht viel Bedeutung zu. Sie zum Beispiel hier Nina Holz, die war auch ganz weit hinten. Und deswegen brauchen wir uns das hier auch wirklich gar nicht anschauen. Jetzt haben wir erstmal das Qualifying. Und jetzt wird es wichtiger. Oh, Scheiß. Sofort raus. Und versuchen noch im halbwegs trocken eine Runde zu fahren. Ah, was nehmen wir uns für ein. Ich kann es danach eigentlich vergessen. Bleibt bis zum Ende. Das heißt, aber ich muss trotzdem versuchen, mit den weichen Reifen direkt am Anfang was hinzuklotzen. Wir haben eine einzige Chance. Nein, das. Puh. Ja, aber trotzdem auf den Reifen, das stimmt dann schon. Geschwindigkeitsbalance ist hier. Das haben wir nicht. Warte mal, war das hier auf 98 vielleicht? Nee. Wir hatten es nie besser, ne? Hier waren wir auch schon mal 97. Tja, das ist nicht gut. Wo holen wir die Geschwindigkeit her? Da war es okay. Da war es hervorragend, da war es hervorragend, da war es nur gut, da ist es wieder hervorragend. Wenn es hier gut ist, dann muss es ja quasi noch ein bisschen nach links sein, ne? Ja, ist zwar schon Qualifying, aber ich sehe da nicht wirklich die Wahl. Jetzt wird's hektisch. So. Raus mit dir. Und auch raus mit dir. Das ist zwar nur wenig Abstand, aber wir haben nicht viel Zeit, Leute. Um das noch hinzubekommen, bevor es regnet. Oder bevor es zu nass wird. Dann schauen wir auf den Luftstrom. Und da muss ich jetzt quasi auf beide gleichzeitig ein bisschen schauen. Wir haben uns diesmal nicht das übliche Polster. So, hier muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen hochstellen. Noch ein bisschen hochstellen. Ja, okay, rechts ist gut, links ist gut und rechts machen wir jetzt auch ein bisschen wärmer. So. Und es fängt an zu regnen und das wird bis zum Ende so bleiben. Deswegen hoffe ich halt jetzt, ja, es ist schon nicht mehr perfekt. Aber, ja, wir können danach natürlich spaßhalber nochmal auf Intermediate fahren. Wo das fast schon was für Wet wäre, ne? Ja. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit ich auf den Trockenreifen jetzt verliere, weil es regnet. Aber es haben, glaube ich, viele zumindest nochmal versucht. Ja. Wir können einfach nochmal danach jetzt eine Runde auf Wet fahren und dann, wenn wir es schaffen, noch eine auf Intermediate. Aber ich hoffe halt, dass die Reifen die Zeiten der Trockenreifen trotz des Regens noch die besten waren. Ja, erstmal zufrieden. Ja, aber schau mal, Oliveira, die war ein paar Sekunden später und hat schon mehr als 2 Sekunden. Eine höhere Zeit als Lipponen. Und auch alle anderen da, ne, 2,8, 5 Sekunden.
Und ich glaube halt natürlich auch, wenn Reds und Intermediates, also vor allem Reds jetzt für das Wetter an sich natürlich besser passen, sind die langsamer. Und ich glaube, das Qualifying könnte damit schon gelaufen sein, zumindest für Lippon. Der ist ein gutes Stück vorne. Ich glaube, dass dann auch an die Zeiten von Oliveira keine mehr rankommen wird. Die Sharp war zwar nah dran jetzt, aber das ist quasi zu spät. Wir haben nichts zu tun. Wir schicken dich auf Regenreifen mal raus. Schauen uns das mal an. Das haben wir merken. 1,32 irgendwas. 1,32,8. Einfach mal zu merken. Da werden wir gleich sehen, was das langsamer ist. Glaube, im Regen wird es auch schwerer, die Reifen warm zu kriegen. Aber okay, bei uns, das sieht ziemlich heiß aus. Oh, jetzt wird hier langsam ein bisschen runtergeregelt, links schon mal. Ja, das sah sogar fast gut aus. So, jetzt schauen wir nach rechts. Ah, das ist ordentlich. Ja, das passt so. Aber dann schauen wir uns mal jetzt die Zeiten an. Wird wahrscheinlich gleich hier so ein weißes Dingelchen erscheinen. Wie ich es vermutet hatte, das Qualifying ist vorbei. Aber mich interessiert jetzt halt mal, was für Zeiten wir damit fahren. Wie gesagt, 1,32,8 habe ich mir gemerkt. Da werden wir gleich an der Zeit dran sein. Und das. Okay, das Training ist noch nicht vorbei. Aber oh, das Qualifying. Wow. Das war mal ganz falsch eingeschätzt. Ich glaube, eine dritte. Schaffen wir eine dritte? Ich glaube, bei 1,30er Runden wahrscheinlich nicht, ne? Wir können es natürlich nochmal versuchen. Mal hier, jetzt rücken sie nämlich wieder nah ran. Das Qualifying ist vorbei. Pustekuchen. Scheiße. Waren die Trockenreifen so schlecht dann doch? Ja, auf jeden Fall nochmal raus. Direkt nochmal raus. Das könnte noch ganz knapp. Oh, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Das wird ultra knapp. Optimieren. Los. Ich glaube, das klappt nicht mehr. Verbleibende Zeit 1,39. Ich glaube, wir kommen bei ihr nicht mehr. Nein. Ich glaube, wir kommen nicht mehr über die Start- und Ziellinie mit Oliveira. Und auch bei Lippon wird das schon eine ganz knappe Kiste. Das, obwohl wir nie eine Pause zwischendurch hatten. Also quasi die Strecke ist einfach zu lang für dreimal. So, hier machen wir bitte ein bisschen wärmer. Wärmer. Okay. Und rechts wird wahrscheinlich egal sein.
Lippon hat noch die Runde geschafft, durfte noch starten. 3, 1, 0, Qualifying vorbei. Ja, okay. Und da sieht man Chapman und Surikov. Oh, das ist nämlich das, was ich befürchtet habe. Und die fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, fallen wir jetzt weiß raus. Lipone hat nicht mal eine persönliche Bestzeit. Jetzt eine persönliche. Schaffen wir es noch in die Top 4? Aber die Grenze für Top 4 ist quasi bei 0,246. Nee. Ah, doch. Puh. Eieieiei. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Qualifying so geschwitzt habe. Hab echt gedacht, wir hätten es versaut. Gut, dritter und neunter und Holz ist fünfter. Hier ein bisschen, ne? Wechsler, Scuderia. Oh, okay. Ein Paket voller Werbegeschenke von der Windsor Racing Marketingabteilung bekommen. Ich glaube, ich muss mal mit denen reden. Wir brauchen das Geld für Motoren. So, es sieht nach Regen aus. Wir haben kein Wissen. Ich starte natürlich auch auf Reds direkt, auch wenn es in der ersten Runde noch nicht passt. Das wird spannend. Tja, da haben wir kein Wissen für. Absolut nicht. Reifenwahl. Die halten 14 bis 16. Also im Idealfall einmal reinkommen. Und eventuell halten sie bei dir sogar eine Runde länger. Ja, also 14 und 15 reinkommen. Oder 13 und 14 wieder. Wahrscheinlich bei 27 macht das mehr Sinn. Und ich habe gerade gesehen, ich hatte die Werte noch auf dreimal lila bekommen. Bei einem von beiden hatte ich es vorher noch nicht. So, ja, dann mal toi toi, ne? Lippon schiebt sich da schon an Wechsler teilweise vorbei. Oh, das war nicht schlecht. Wow, da hinten wird es richtig eng. Oliveira ist einen Platz nach vorne gekommen. Da hinten ist er richtig in Gedränge, teilweise mit drei, vier nebeneinander. Das war direkt am. Guck mal, da Leute wie Vidal, Blanc. Ja, okay, die haben eh nicht gute Chancen, aber die fahren aktuell noch auf Intermediate. Okay, Vidal. Okay, aktuell fährt Vidal mir wirklich davon. Es könnte sogar wirklich sein, dass in zwei Runden, die zwei Runden lang noch besser sind. Ja, die überholen jetzt. Allerdings, danach, die werden dann einen extra Boxenstopp brauchen, um auf Wets zu wechseln. Ja, aktuell fahren wir weit zurück und die ganzen Intermediates kommen jetzt nach vorne. Aber das wird sich bald ändern. Jetzt ist zumindest schon. Jetzt ist eigentlich genau Intermediate-Wetter, ja. Ah, ich weiß. Die holen doch einiges da an Vorsprung gerade raus, ne? Das vielleicht die gute Entscheidung war. Aber jetzt müssten sie eigentlich reinkommen. Dann ist die Frage, wie weit kommen wir da nach vorne? Hier, zeig mir mal, Vidal. Kein Boxenstopp-Symbol. Hier auch nicht. Nee. Nee.
Jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder ran, ne? Wenn ihr nicht reinfahrt. Guck mal, 11,9, 11,7, 11,6. Ja. Jetzt sind die Reds die richtige Wahl. Ich schaue jetzt ganz bewusst mal, wie deine. Ah, okay. Jetzt. Oh, das war aber ganz spät. Ja, jetzt fahren sie alle rein. Und tschüss. Ja, gut. So ist es jetzt wieder, wie ich es mir gedacht hatte. Holz ist auf 5. Oliveira. Ja, die erste. Guck mal, alle mit die ersten 14 innerhalb von 8 Sekunden. Und darunter kommen halt die Intermediate-Heinis. Da hat sich noch so gar nichts entschieden. Wir haben gesagt, wir wechseln bei 13 mit Oliveira, ne? Ja. Das war, glaube ich, der Plan. Heißt, bis dahin können wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und ja, das bleibt bei Regen. So oft haben wir uns auf Intermediates oder Regenreifen vorbereitet, da macht man es einmal nicht und dann ist das hier so ein Wetter. Aber von Wechsler, der klebt an uns dran. Tut sich insgesamt nicht so viel, wollte ich gerade sagen. Oliveira ist immer noch auf 8. Da immer noch die ersten 14 innerhalb von 10 Sekunden. Oliveira wird sogar von hinten angegriffen. Ja, okay, das ist halt. Aktuell würde ich sogar verstehen, wenn er wild immer durchgewechselt wird. Aber der Wechsler, der hat uns gerade schon das erste Mal vorne angegriffen. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Da bieten sich auch nicht wirklich doch große Variationsmöglichkeiten von der Taktik an. Wir sehen, alle haben jetzt blau. Die oberen 14, die halt nicht am Anfang auf Intermediate waren, die haben die gleiche Abnutzung. Ja, da tut sich echt nicht viel. Da kann man vielleicht jetzt ein bisschen da mal aggressiver fahren. Das glaube ich, einige machen, wenn ich mir halt die Reifen abnutze. Ich habe das Gefühl, dass einige schon mehr abgenutzt sind. Aber auch wir müssen natürlich schauen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mit dir jetzt mal auf konservativ gehe, weil du eine Runde später reinkommst. Bis Runde 13 und 14, das ist noch eine lange Zeit. Und er hat Bärabnutzung, obwohl ich hier, ja, die schon runtergestellt hatte. Ja, Nummer 2 fährt jetzt gleich in die Box. Oliveira jetzt noch nicht. Aber jetzt in der Moment, erst wenn du an der Box vorbei bist, okay, bist du. So, du gehst dann auf die Reifen. Und wie ist der Abstand? Ja, wir können nicht in derselben Runde reinfahren mit Lippon. Den müssen wir, wie ich es mir am Anfang gedacht hatte, noch einmal draußen lassen. So, aber jetzt können wir dich dafür vorbereiten. So, Oliveira ist drin. Ne? Wie läuft's hier? Bitte keine Fehler und so. Okay, erstmal zurückgefallen, aber das ist war teilweise zu erwarten. So, da schaue ich jetzt gerade mit dem Abstand hier zu denen, die schon gewechselt haben. Ja, es wird sehr darauf ankommen, ob wir Fehler machen oder nicht in der Box.
Und hier können wir, glaube ich, jetzt schon mal Benzin nutzen. So, bitte, hier kein Fehler, kein Fehler. Und ja. Und von hinten kommt der will. Na okay, Vidal durfte vorbei. Okay. Wechsler ist 2,2 Sekunden hinter Lippon. Oh, wir haben jetzt beide Benzin, das wir nutzen können. So, Oliveira wird noch mindestens 3 nach vorne kommen, damit wäre sie wieder auf 9, wo es auch gestartet ist. Das sind halt die mit dem. Aber es ist immer noch, guck mal, die ersten 12 innerhalb von. Ja, die Abstände sind einfach sehr, sehr klein. So, Vidal fährt jetzt in die Box. Hält uns aktuell sogar ein bisschen auf, sodass sie von hinten wieder näher rankommen. So, jetzt Gummi-Lippen. Ja, wie ich gesagt habe, Oliveira ist auf 9. Wie sieht es denn da aus? Komm, ich gebe dir mal ein bisschen was. Vielleicht können wir so ein oder zwei Plätze uns holen. Ah, fast. Vielleicht gleich auf der Zielgeraden. Obwohl wir angeblich so gute Frontflügel haben. So, komm, jetzt ziehen, ziehen. Nee, das war noch gar nicht die Zielgerade. Kommt aber gleich. So, jetzt, hopp, hopp, nein. Oder? Nee. Auf was für eine. Die fahren hier teilweise. Ja, ich versuche es jetzt einfach mit der zweithöchsten Benzinstufe auf die Dauer vielleicht zu holen. Vielleicht können wir dann nochmal bei so 22 das nochmal ein bisschen höher stellen. Aber aktuell sieht es nicht mehr aus, als ob wir hier noch sehr viel eingreifen müssen und können, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Die fahren halt im Regen vor sich hin. Gerade so der Abstand halt 3,4, das ist einigermaßen konstant. 3,3 jetzt, 3,4, ja, das ändert sich nicht. Und Oliveira beißt sich immer noch am 8. hier die Zähne aus. Aber ohne wirklich angreifen zu können. Deswegen, was ich eben gesagt habe, ich werde jetzt hier nochmal. Ich kann bei beiden meine Zeit lang jetzt auf überholen. Vorne für Vorsprung, hinten für vielleicht überholen. Ja, mehr rausholen. Du hast schon, aber das liegt am Regen, Mädchen. Was können wir machen? Nichts. Sei denn, du findest irgendwo eine tolle Abkürzung. Dann ist vielleicht was zu machen. Ja, Lippo ziemlich kühl. Das ist für den Finn gut, aber der Abstand ist ein bisschen angestiegen auf 4 Sekunden. Was ich ja durch den Reifenmodus auch erhofft hatte. Fahren hier sogar mal eine persönliche Bestzeit. Zustand von allem ist super. Das werden wir in der nächsten Saison sehr stark vermissen, dass alle Teile stabil halten. Und vorne haben wir 5 Sekunden. Holz und Wechsler. Da bin ich mir mit den Reifen nicht so sicher, ob das hinkommt. Kann mich da natürlich vertun, aber die sind sehr abgenutzt, dafür, dass noch 5 Runden damit draußen so bleiben müssen.
Ja, aber das war es jetzt gleich mit dem Benzin. Ribeiro ist raus und Vidal auch. So, okay. Da können wir nicht mehr rausholen. Vielleicht ein bisschen, aber. Ja, Van Dort, Ewigkeiten. Van Dort, heißt der Van Dort Schmidt? Okay, das war mir jetzt noch nicht bewusst. Ich habe auch gedacht, Van Dort sei auch ein Nachname. Aber irgendjemand heißt anscheinend mit Nachnamen so. Vornamen, ja, wisst schon, was ich meine. Wechsler, der muss noch, ja, die Reifen sind schon, war, warte mal, Nummer 7, Nummer 7, Nummer 7 lebt, ja. Nee, die 7 geht jetzt nochmal in die Box. Und bei Wechsler hatte ich das vielleicht vom, ja, guck mal, da sind nochmal einige in der Box jetzt gewesen. Die werden durchhalten, die sind wie wir, aber einige haben da zu viel am Anfang gemacht. Und jetzt stecken wir hinter Sarin und. Aber okay, wir sind zumindest noch bis auf den fünften vorgekommen. Dürfen halt nur nicht gleich vergessen, das Benzin wieder runter zu machen. Nein, wir machen keinen Reifenwechsel mehr. Heute nicht. Vielleicht in 2 Wochen wieder. Denn ihr seid schon in der letzten Runde. Und da wird sich hier nichts mehr tun. Das ist zu viel Abstand. Und auch Lippon hat zu viel Abstand. Allerdings zum Glück in die andere Richtung. Ja, Nina Holz fährt jetzt nochmal Runden. Aber sie ist aktuell Siebter. Und das ist richtig, richtig gut. Könnte das schon für die Meisterschaft reichen? Wir haben, glaube ich, 35. Kriegen wir einen Abstand von 5? Bin nicht genug in der Materie drin, um die hinten zu wissen. Also ich war jetzt vorne 25. Die ersten 10 kriegen was und danach. Puh. Oh, erster Platz, fantastisch. Und hier einmal. Fünfter Platz wird wahrscheinlich ein, naja, ist schon okay. Okay, das war ziemlich gut. Naja. Vielleicht wird da auch berechnet, dass wir vom 9. auf den 5. nach vorne gekommen sind. Man weiß es nicht. Aber das war mal richtig, richtig nass. Und ja, diesmal kein Doppelpodium, aber der erste Platz ist gut. So, ja. Wie gesagt, das war von der Strategie diesmal recht langweilig, weil da ist nichts passiert. So, hier darf natürlich nichts passieren. Sowas können uns die. Verdammt. Da wurde was am Heckflügel gefunden. Wir müssen 100.000 zahlen und wurden auf den dritten Rang verbannt. Oder um einen nach hinten. Und bei Chapman wurde auch was. Ah, okay. Eigentlich wäre ich, glaube ich, hinter Chapman gewesen. Und Chapman wurde auch wieder, deswegen bin ich wieder auf dem zweiten. Aber das hat jetzt ein, gibt jetzt ein Problem für unseren Heckflügel. Denn das Teil wird auch verboten, was ich dann wahrscheinlich euch in der nächsten Folge zeigen kann. Aber wenn 58 Punkte vor Nina Holz, wo noch 2 Rennen offen sind. Ja, ich kann eigentlich den Champagner knallen lassen. Hier müssen wir noch aufpassen. Wäre schön, wenn wir das auch noch schaffen. Wird hier jetzt was zu unserem Regelverstoß gesagt? So, Sharp hat sie alle weg. Hab Tickets für eine Besichtigung des Windsor Racing HQ bekommen. Bester Geburtstag aller Zeiten. Jede Menge Unfälle habe ich nicht von mitbekommen. Aber da wird auch nichts vom Regelverstoß gesagt.
Aber das bringt noch mal ein bisschen Pfeffer in unsere Autoentwicklung. Deswegen wisst ihr, warum ich gerne in der nächsten Saison keine Gegenstände mit Risiko haben möchte. Deswegen jetzt schon an den Motoren rumfrische. Immer vorausgesetzt, dass das, was der Onkel Shadow sich angelesen hat zur Teilübernahme, dass das auch wirklich stimmt. Okay, so sind wir Zweiter und Fünfter geworden. Bekommen 828.000. Warum sind es nicht 900? Ach, okay, 100.000 Strafe. Ja, verstehe. Na, die stand da wahrscheinlich irgendwo auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.